Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Mond Wi-Fi Battle auf diesem Kanal. Heute spielen wir gegen Doxy, hat mich angeschrieben. Also wenn ihr das übrigens seht, habe ich noch, jetzt ist es dann das dritte Battle auf Vorrat. Also ich habe schon ein paar Battles noch so. Jetzt habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Egal. Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, das letzte Battle war gegen... Ach, egal. Also heute dabei habe ich Kiro mit den Überresten, Balloon mit der Maronbeere, Kroko mit dem Life Orb, Nele hat die Holzkohle, Manny ist gesashed und Imbrat ebenfalls den Life Orb. Ist ein nicht so starkes Team. Ich habe ihn gefragt, ob er relativ erfahren ist. Er meint, er ist noch gerade so ein Anfänger, aber auch nicht allzu, also nicht zu schlecht. Deshalb, joa. Gut, wir leaden mit Manny. Obwohl, wir leaden einfach mal mit Manny. Ist eine gute Sache eigentlich, um die Tarnsteine rauszukriegen, weil er hat keinen Defogger im Team. Und wollen wir mal gucken, was er drauf hat. Also das Team ist in 15 Minuten entstanden. Ist jetzt nicht allzu krass. Und ich wollte es auch nicht so übel heftig machen, weil ich hatte erst vor, wieder Haxorus mitzunehmen und das Klebenetz. Und habe ich mir gedacht, nee, komm, lassen wir mal. Mal gucken, was er so am Start hat. Ein Simsala. Okay. Höchstwahrscheinlich ein Mega-Simsala mit dem Focus Blast. Ich bin mal so frei und predikte das Ganze und gehe somit auf Balloon. Das möchte ich gern predikten. Deswegen habe ich Balloon mitgenommen, genau wegen den Kampfviechern. Ich hoffe, er geht auf den Focus Blast. Das wäre astrein. Alter, das ist ein Mega-Simsala. Oh je. Fähre und er kriegt Entlastung. Okay. Energieball? Okay. Auch nicht. Na, ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Okay. Er hat Spukball jetzt drauf, aber das... Eigentlich kann ich keinen reinwechseln. Okay, also hat er keinen Kraftkoloss. Er wird jetzt... Huh! Okay, ich gehe mal auf Erholung, weil ich denke, ich tanke einen Hit. Was? Er switcht raus? Zu Quajutsu. Oh lol, das habe ich nicht bedacht. Ich habe echt gedacht, er bleibt drin und geht auf Psychokinese. Aber in Ordnung. Bleibt er drin. So, und jetzt triggert die Maronbeere. Okay, das war ein so dummer Play. So, Maron, jetzt habe ich die Entlastung draußen und ich habe einen Donner. Wollen wir das machen? Er wird für eine Unlichtattacke gehen. Wir resisten das mit Kiro. Aber wenn der Donner trifft, dann denke ich, war es das. Irgendwie möchte ich das mal riskieren. Deswegen drücke ich jetzt einfach auf Donner. Wir sind schneller und wir gehen auf den Donner und hoffentlich killt das. Alter, es killt. Okay, nice. Das Kaiutsu ist somit aus dem Spiel. Und er könnte jetzt zu Mega Simsala gehen. Ich habe Entlastung, das ist natürlich jetzt die geile Sache. Balloon hat auf jeden Fall schon mal Kaiutsu weggehauen, was richtig, richtig gut ist. So, wollen wir mal gucken. Ich kenne mich immer noch nicht mit dem, wie heißt das Ding? Okay, Pampros. Er kann nichts gegen mich machen eigentlich, oder? Es ist ein Pampros. Ich gehe mal auf Gedanken. Gut, ich gehe auf den Call Mind und setup mich mal. Ich weiß jetzt nicht, was er mir machen möchte. Rambos eventuell, ne? Aber das macht keinen Schaden. Oder, also, doch, es wird seinen Schaden machen. Ach ja, ich bin doof. Okay, sorry. Das macht jetzt schon ein bisschen Schaden. Die Sache ist, die will ich Balloon jetzt hier opfern. Balloon ist so eine Sache. Ich brauche das Ding eigentlich nicht so dringend. Fällt mir so auf. Nope, brauche ich nicht so dringend. Deswegen gehen wir jetzt auf Spukball plus 1. Mal gucken, wie viel Schaden sowas macht. Ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Fähigkeit aktiviert sich, was nicht so lecker ist. Aber Steinhagel kann natürlich auch daneben gehen. Aber no!
Er trifft den Steinhaken und somit ist Belun aus dem Spiel. Hast mehr gemacht, als ich erwartet hätte von dir. Okay. So, jetzt ist die Frage. Was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir zu Kroko? Ja, irgendwie glaube ich, dass er das Ding nicht verlieren will. Ich gehe auf Kroko. Ich gehe mal auf Kroko. Ich hoffe, er switcht jetzt raus. Okay, in was könnte er switchen? In was könnte er switchen? Das ist die Frage. Eigentlich zu nichts, wirklich. Doch, zu Simsala. Und die Frage ist, ist Simsala schneller, wenn ich auf plus 1 Init bin? Oder predikte ich das gleich und gehe auf den Knirscher? Das mache ich. Ich gehe gleich auf den Knirscher, aber ich denke, auf plus 1 bin ich nicht unbedingt schneller. Er geht auch in Uhafnir. Oh lol. Okay. Ich hätte doch lieber auf den D-Dance gehen sollen. Ist das Ding schneller? Ich denke schon. Er könnte jetzt halt einfach easy einen Draco droppen. Ich gehe mal in Kiro. Ich gehe mal in Kiro rein. Ich hoffe, er droppt oder versucht jetzt den Draco zu droppen. Was sehr gut für uns wäre. Und wir sind speziell relativ gut aufgestellt. Es kommt Solarstrahl. Das ist gut. Mit dem Kraut. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Interessant. Okay. Es macht nichts. Nein. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt ist die Frage. Ja, er geht jetzt in sein ekelhaftes, super ekelhaftes, Legi da. Habe ich dafür jetzt so einen direkten Counter? Jornele dürfte eigentlich ganz gut sein. Ich mache den Double. Geht zu dem Ding? Ja, genau. Wie heißt das? Magiana, richtig. Das ist gut. So. Man spielt das Ding mit Assault West. Ich habe Holzkohle. Ich gehe jetzt. Ich will jetzt mal safe bleiben. Ich möchte safe gehen. Er kann jetzt einfach zu Glurak raus. Was gar nicht mal schlecht ist. Aber Glurak so normal zu spielen ist nie so eine gute Sache. Er hat ja schon die Mega verschwendet, so gesehen. Er switcht jetzt raus zu Glurak höchstwahrscheinlich. Ne, zu Pampros. Das bringe ich jetzt einfach um. Das resistet er nicht. Das ist neutral effektiv und das reicht aus. Gegen Pampros. Gut. Was hat denn er noch im Team? Was hat er noch im Team? Mein Nele ist ultra schnell. Also, ja, gut, ultra schnell. Ja, natürlich, natürlich. Zauberer. Okay. Jo, er kann jetzt easy auf Spukball drücken. Oh lol. Ja, das Ding ist ein Dorn im Auge. Ich gehe einfach mal zu Imbra. Ich switch jetzt zu Imbra raus. Und ja, ich fange den Spukball nicht ab, auf keinsten. Aber es resistet. Ja, der Spukball kommt. Okay. Es macht locker die Hälfte an Damage. Nein, macht es nicht. Oh lol. Die Frage ist, möchte er jetzt drin bleiben? Möchte er jetzt hier drin bleiben und nö, oder nö, das will eigentlich keiner. Wer ist tot? Quaiutsu ist death. Wer noch? Pampros, okay. So, er kann jetzt halt einfach wieder ganz easy rausswitchen. Ich gehe mal auf den Knirscher, einfach um ein bisschen Schaden rauszudrücken. Egal, was es reinkommt, ob ja, Megane. Magiana meine ich. Das Ding ist echt ein Problem. Das hätte ich natürlich predicten können. Ah, verdammt! Er geht jetzt 100 pro. Okay, er kann auch auf die Stahlattacke gehen, ne? Crap. Okay. Aber das Ding ist gar nicht mal so. Ich brauch Imbra nicht. Ich brauche es nicht. Ich versuche jetzt noch vielleicht einen Death Drop zu kriegen. Wäre in Ordnung, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Was ist jetzt die Frage?
Okay, Aurasphäre, okay, ich hätte in Kiro rausgehen sollen. Ist in Ordnung. Somit kriegt er jetzt seinen Boost, aber ich gehe jetzt gleich raus zu... Ist es die Init? Bitte nicht die Init. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir in Nele raus. Nele macht einen guten Job. Gegen dieses Magiana. Ich kann einfach ohne Bedenken einfach auf Flammenwurf drücken. Weil... Auch wenn Glurak reinkommt, dann gehe ich auf Psyshock und dann war es das. Obwohl, nee, nicht unbedingt. Glurak ist doch noch gar nicht mal so gut. Ja, stimmt. Stimmt. Kommt drauf an, was der Schaden jetzt macht mit Flammenwurf. Er hat jetzt einen Boost drin. Er würde gerne drin bleiben, aber das kann er mit Nele im besten Willen nicht. Never. Was macht er? Er switcht. Richtig, das zu Glurak. Was, zu Uhafnir? Okay. Ja, das wird resisted, das weiß ich. Aber das Ding stirbt trotzdem. Oder? Ja, es stirbt. Es geht down. Dank der Holzkohle, denke ich auch nur. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ich kalke nichts nach. Finde ich, nimmt ein bisschen die Spannung aus den Kämpfen. Ach, natürlich Simsala. Simsala ist ein super... Okay, doch. Ich hätte Dingens noch gebraucht. God damn it. Jo, wir können jetzt an der Stelle zu Kiro rausswitchen, weil das doch speziell ein bisschen was tankt, so, ne? Deshalb. Spukball, jo. Oh, das macht gar nichts. Als ob. Okay. Wenn du jetzt drin bleibst, dann GG. Ohne Kack. Dann fettes GG. Weil ich mache jetzt ein Double wieder raus zu Nele. Er bleibt drin! Oh lol. Nee, nee. Nee, Nele darf nicht abkratzen. Wenn Nele abnippelt, dann war's das. Nele darf nicht sterben. Er könnte jetzt rausswitchen zu Magiana, das wäre richtig übel. Das kann er wirklich tun, ich bin doof. Aber ich weiß nicht, ob er das predicted. Nee, hat er nicht. Ich glaube, er ist nämlich schneller. Spukball. Okay. Okay, als ob wir einen Death Drop kriegen! Ich gehe jetzt mal zu Money raus. Der gute Money. Der macht hier eh nichts mehr. Und wir haben den Sash und können noch ein bisschen Schaden rausknallen mit Eissplitte. Okay. Ja, das machen wir auch. Könnte natürlich auch auf Abschlag gehen, aber no way. Eissplitter kommt, macht noch ein bisschen Schaden. Ein bisschen viel Schaden. Jetzt kommt die Psychokinese. Und nimmt Money aus dem Leben. Schau, Money, hast noch einen guten Job gemacht. Ja, jetzt gehen wir in Kiro. In Kiro und Kiro, ja. Gut, jetzt gehen wir einfach auf die Schallwelle. Ich gebe einen Fick drauf. Wenn du jetzt rausswitchst, dann GG. Oh lol, Psychokinese reicht nicht. No! Das war ein Crit. Oh lol. Aber die Schallwelle reicht und somit ist Fred Nummer 1 raus. Lol. Okay, gut. Er hätte switchen müssen. Definitiv. Ich weiß gar nicht mehr, was er noch hat. Er hat noch sein... Magiana, ne? Und wie heißt... Magiana heißt das Ding noch, ne? Ich denke schon. Ich habe mich mit dem Ding noch immer noch nicht befasst. Ich bin einfach ein Idiot. Das Schlauste wäre einfach, in dieses Ding rein zu switchen. Ecke den Glurak, wieso? Wieso? Wieso gehst du in Glurak? Wieso?
Ah, er will jetzt die dancen. Er will jetzt ein D-Dance. Oh lol, das könnte gefährlich werden. Scheiße. Scheiße. Ich gehe auf Toxin. Lol, ich bin ein Idiot. Okay, er macht's doch nicht. Ich habe gerade gedacht, er geht jetzt auf den D-Dance, weil dann hätten wir vielleicht echt noch ein Problem gehabt. Wir gehen jetzt in Kroko. Und ja, schicken wir das Scheißding in die Hölle oder... Ich gehe jetzt mal auf den Drachentanz. Ich weiß nicht, was er machen will. Er hat Solarstrahl. Er hat doch Solarstrahl. Oh, er hat doch... Aber er spielt doch nicht doppelt Kraut, oder? Fokusstoß. Wie viel macht das? Ist es nicht Stab? No. Als ob er so einen Drop noch kriegt. Geil. Ich gehe jetzt auf Kaskade. Und schalte Glurak aus. Der Drop ist natürlich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich wusste nicht mal, dass Fokusstoß das kann. Okay. Gut. Switch er jetzt raus? Will er das tun? Wenn er das tut, das wäre ein Fehler. Eigentlich hat er verloren, oder? Ich glaube sogar schon. Aber gut gekämpft, ne? Sehr gut. Ja, Kroko. Also das killt locker. Also wenn du keinen Fokus-Sash spielst, ja, tot. Das ist die Macht von Kroko, Alter. Kroko ist ein Biest. Okay, da ist das Ding. Und wir könnten das sogar auch one-shotten, wie das Ding. Jo, ich glaube schon. Jetzt kommt die Kaskade, ist neutral effektiv, +1/+1. Ja, ja, das reicht. Okay, GG. Hast gut gespielt, ehrlich. Also, war gut. Ja. Hat mir gefallen. Ja, cool. Okay, 2-0, das war ganz gut. Ast rein. Ja, nee, das... Kampfvideo speichern wir mal nicht. Das Simsala hättest du noch behalten müssen. Simsala wäre super. Hätte uns alle. Hätte mich weggeknallt. Simsala. Ich habe aber auch Imbra zu schnell verloren. Imbra hätte das Ganze geregelt mit Tiefschlag, Life Orb. Also. Ne? Wisst ihr. Das ist so die Sache. Also, Imbra, das war vielleicht ein Missplay, das Ding einfach aufzugeben. Ich hätte einfach, als ich Imbra in den Spukball reingeswitcht habe. Da hätte ich ihn nicht sterben lassen sollen, weil das war doof. Ich hätte einfach zu Money gehen sollen und gleich den Eissplittel einfach mal rausknallen. Ja, das war doof. War dumm von mir. Aber okay. Jo, wenn euch das Battle gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen oben da lassen. Nee. Daumen hoch am Start, wisst ihr Bescheid? Nee. Und natürlich auch einen Kommentar zum Kampf. Und falls ihr Bock habt, gegen mich anzutreten in einem Wi-Fi-Battle, dann schreibt es mir in die Comments. Alright, Freunde, ich würde sagen, das war's und haut da rein, macht euch noch einen schönen Tag und ciao.